Du hast mich angelogen. Als wir uns begegnet sind, hast du nach meiner Narbe gefragt. Und ich sagte, es gab ein Feuer, als ich 14 war. Aber das wusstest du längst, nicht wahr? Was hast du gesagt? Vom Vater verlassen, der ein Berufsverbrecher war? Die Mutter dahingerafft von Schwäche und Scham? Wieso hast du mir nicht einfach gesagt, wer du bist? Wieso hast du es geheim gehalten? Wieso trittst du in mein Leben, gibst alles auf und gehst pleite, nur um mich zu beschützen und dann sagst du mir nicht, dass du mein Vater bist? Pleite ist so ein hartes Wort. Ich bevorzuge nicht liquide. Was wäre denn so schlimm gewesen, wenn du mir die Frage beantwortet hättest, die ich mir mein ganzes Leben lang gestellt habe? Hast du befürchtet, ich könnte so werden wie du? Dann halt dich fest. Ich bin wie du. Die vielen Male, als du gesagt hast, ich soll denken wie ein Krimineller. War das ein Test? Wolltest du etwas sehen, ob es mir leicht fällt? Denn das tut es. Ja, es liegt mir. Und das ist angsteinflößend. Elizabeth, wenn du dich lieber zurückziehen willst, dann... Zurückziehen? Ist das dein Ernst? Wie kann jemand, der so klug ist wie du, so ahnungslos sein? Klar habe ich Angst und bin wütend auf dich und darauf, wer ich bin und dass ich dir immer noch helfen will, trotz allem, was du mir angetan hast und dir selbst. Aber Angst und Wut und ein gewisses Maß an Hass sind etwas ganz Normales in einer Familie. Und das sind wir nun mal. Ich werde mich bestimmt nicht zurückziehen. Du hast es nicht.